Ich hatte das LG G Pad 8.0 nun einige Wochen bei mir im Test und meine Erfahrungen und mein persönliches Testergebnis zu diesem Tablet erfahrt ihr in diesem Video und ob es eher Rennauto oder Oldtimer unter den Preis-Leistungs-Tablets ist. Also viel Spaß nach dem Intro und los geht's! Auf der Vorderseite finden wir, wie der Name schon sagt, ein 8 Zoll großes HD-Display, darunter einen 4200 mAh starken Akku, der den Qualcomm MSM8926, einen 1,2 GHz Quad-Core Prozessor mit 1 GB RAM mit Strom versorgt. Vorne haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, hinten eine 1,3-Megapixel-Kamera. Darauf läuft das nicht mehr ganz aktuelle Android 5.0.1 in der Kernelversion 3.4.0. Und das Display wäre auch schon direkt der erste Kritikpunkt, denn hier hätte ein Full-HD-Display echt nicht geschadet. Allein im Browser oder beim Betrachten von Bildern fehlen jedoch so manches Mal die Pixel und Farben. Ein Vorbild hätte hier zum Beispiel das LG G Pad 8.3 sein können. Dennoch kann auch dieses Display überzeugen, denn es hat eine extrem gute Haptik und ist auch noch draußen meistens noch abzulesen. Und auch die Farben sind besonders in den Blaubereichen stark und sehr schön. Und noch ein Vorteil hat das relativ schwache Display und der unbekannte Prozessor, denn auf voller Helligkeitsstufe kann dieses Tablet schon mal mit bei gelegentlicher Nutzung und Standby-Betrieb bis zu 2 Tage durchkommen. Das bedeutet, ihr habt mindestens 1,5 Tage steckdosenfreien Tablet-Betrieb. An der Haptik habe ich für meinen Teil nichts auszusetzen, zwar besteht die Rückseite komplett aus Plastik, aber dieses Unibody-Gehäuse macht trotzdem alles in allem einen guten Eindruck, zieht zwar Fingerabdrücke nahezu magisch an, aber bei welchem Gerät ist das denn bitte nicht der Fall? Und dank dieser einheitlich glatten Rückseite hat man auch nicht die Probleme wie bei einem Aluminiumgerät, dass die Rückseite so schnell zerkratzt und hat die Möglichkeit, es ohne Sorge einfach mal in der Tasche zu verstauen. Zu der Leistung kann ich getrost sagen, dass sie für den Alltag ausreicht. Das Tablet gibt Full-HD-Videos flüssig wieder und auch bei Spielen lässt es sich nicht so leicht in die Knie zwingen. Die meisten aktuellen Spiele aus dem Play Store laufen flüssig, doch wer nur an Hardcore Gaming gewohnt ist, wird natürlich mit diesem Tablet an seine Grenzen stoßen, denn die SoC kann nun mal nicht ewig lang alles stemmen und so merkt man schon nach einiger Zeit, wo der Prozessor ist und das Plastik erwärmt sich doch merklich. Wo wir jetzt schon beim Entertainment-Bereich angelangt sind, muss ich leider fairerweise dazu sagen, dass sich unter den beiden Lautsprechernetzen nur ein Lautsprecher verbirgt, und zwar auf der rechten Seite. Leider ist das andere nur Deko. Ein Stereo-Lautsprecher wäre hier echt schön gewesen. Auch sämtliche LG-typische Funktionen sind wieder einmal an Bord. Seien es der Knockcode oder Double Tap to Awake oder einfach alle möglichen Apps, die LG vorher mit installiert hat. Allerdings hat LG diesmal dazugelernt und das Tablet nicht voll gebombt mit so vielen Apps wie einem externen Videoeditor, den man echt nicht braucht. Es sind nützliche Apps dabei, also schaut mal rein, was ihr davon braucht. Bei so einem handlichen Tablet könnte man auch schnell mal in die Versuchung kommen, die Kamera etwas näher auszuprobieren. Doch das ist bei der 5-Megapixel-Rückkamera leider nicht die beste Idee, denn die Kamera-App ist träge, der Fokus auch nicht viel schneller, einzig die vordere 1,3-Megapixel-Frontkamera reicht für Videotelefonate und Selfies gerade so aus. Doch ganz im Ernst, wer läuft mit seinem Tablet herum und macht Fotos? Wer mein Review bis hierhin gesehen hat, könnte zu der Vermutung kommen, dass ich mit dem Tablet nicht voll und ganz zufrieden bin. Doch alleine der integrierte SD-Karten-Slot, der Infrarotport, das integrierte Mikrofon und insgesamt das Gesamtpaket von Preis und Leistung hat mich doch überzeugt. So könnte ich glatt zu der Veranlagung kommen, zu sagen, dass dies ein Preis-Leistungssieger unter den Tablets sei. Um nun also zu meiner eingangs gestellten Frage zurückzukommen, ob dieses Tablet Rennwagen oder Oldtimer unter den Tablets ist, würde ich sagen, es ist der Golf. Denn die Ausstattung stimmt, der Preis stimmt, die Leistung stimmt. Doch versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das LG G Pad 8.0 ist nicht das einzige Tablet auf dem Markt, das so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinkriegt.
Es gibt zum Beispiel noch das Cat Helix, welches auch ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine gute Verarbeitung mitbringt. Wartet also bitte noch auf meinen ausführlichen Vergleich zwischen den beiden, falls ich das Cat Helix zu einem Test bekommen sollte, um euch eine eigene Meinung zu bilden, welches 2015 das Preis-Leistungs-Tablet ist. Aus all diesen Gründen bis jetzt ist mein komplettes Fazit auch sehr schnell gefällt. Das LG G-Pad 8.0 ist kein besonderes Tablet, aber es ist ein gutes Tablet. Und zu einem Preis von aktuell rund 140 Euro ist es doch wirklich akzeptabel. Und wer ein Tablet für die Couch sucht oder für irgendwie zwischendurch ins Internet zu gehen, der ist mit dem Tablet wirklich gut beraten. In dem Sinne bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, lasst vielleicht bei Fragen zu dem Gerät etwas in den Kommentaren da oder abonniert mich einfach. Ich bedanke mich wie gesagt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche, sage bis zum nächsten Mal, tschö tschö und bye bye.